Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reite ich mal alle meine Pferde, und zwar Winnie, Mayflower und Jack. Und dann seht ihr da noch Lance, der ist momentan zur Verfügung bei mir, geht aber in einer Woche schon wieder. Deswegen, wenn das Video online kommt, ist er wahrscheinlich schon wieder weg. Und bevor er geht, muss ich dann natürlich nochmal ein Video mit ihm machen. Hier seht ihr gerade, wie ich Winnie trense. Die Trense habe ich übrigens von Takakipari, falls jetzt irgendjemand fragen sollte. Und natürlich kriegt Winnie passend zu seinem Stirnriemen und seinem Engel so rosa Zügel. Mayflower bin ich an dem Tag mit Halsring geritten. Das Gebissstück von Jack habe ich von Curious Sween auf Instagram. Und die Trense anzuziehen ist immer ein bisschen schwer, weil ich immer alles drunter und drüber machen muss. Aber irgendwann hat es dann auch geklappt. Und Lance bin ich mit der Trense geritten, die Lily mir viel mitgegeben hatte. Die wurde, glaube ich, von Kunvayo gemacht. Doch, ja, wurde sie. An dem Tag habe ich mit Jack für ein Online-Turnier trainiert, was in einer Woche stattfindet. Und da haben wir uns so eine Art Kür zusammengestellt. Dann habe ich ein paar Stangen hingelegt, weil ich mit Lance fliegende Galoppwechsel üben wollte. Und ich habe die Übung letztens auf Insta gesehen und wollte die jetzt auch mal ausprobieren. Und ich dachte, Lance passt da ganz gut.
Dann habe ich für Winnie und Mayflower Hindernisse aufgebaut, weil ich mit den beiden springen wollte. Als erstes war Winnie dran und danach Mayflower. Und die Hindernisse gibt es übrigens auf Amazon. Ich weiß es nicht, ob die es momentan gibt, aber ich verlinke es auf jeden Fall mal in der Infobox, falls ich den Link finden sollte. Und als letztes bin ich dann noch Mayflower mit Halsring geritten. Genau. Ich habe dann noch bei jedem Pferd einmal über die Abdruckstellen von den Trensen drüber gebürstet, weil mich das mal stört, wenn man die sieht. Dann habe ich Jack noch seine Decke von Golden Equipment auf Instagram angezogen. Falls ihr auch so eine Decke oder Zügel oder irgendwas für euer Hobbyhaus haben wollt, könnt ihr da ja mal vorbeischauen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal.